Aber jetzt hast du ein neues Projekt an den Start gebracht, ein neues Album kommt raus, richtig? Yes. Kurzweilig hieß es dein letztes Album. Genau. Und jetzt hast du dich promotechnisch nochmal umentschieden, doch nicht aufzuhören zu rappen, oder? Ich weiß nicht, ob ich mich umentschieden habe promotechnisch oder ob ich mich am Anfang schon promotechnisch entschieden hatte, aufzuhören. Beides. Vielleicht beides, nein, aber du kennst das vielleicht selber so. Wir kennen uns auch schon einen Tick länger. Und du kennst das. Es gibt Tage, da ist einfach alles wack so. Und dann gibt es Wochen, da ist jeder Tag wack. Und dann gibt es einen Monat, wo jede Woche, wo jede Woche drin scheiße war. Okay. Und manchmal hast du so eine Phase einfach, wo du dann sagst, ey, komm, ihr könnt mich alle mal. Und manchmal, ich sag mal so, ich habe dann erst danach gemerkt, weil ich habe das einfach mal so, der Tag ist lang und es können viele Statements auf Instagram gedroppt werden. Viele verschiedene Emotionen, kann von morgens bis abends durchkommen. So, ich finde das so geil, du sitzt tiefenentspannt auf dem Fahrersitz und hast so diese Brille auf und es hat so diesen... Stört die Brille? Oder? Na, ich finde das sieht nice. Man die Augen also mich noch? Beruhigt das so ein bisschen, das hat auf mich so einen meditativen Touch. Weil ich probiere Brillen zu tragen, wo man die Augen noch sieht, so ein bisschen Höflichkeit, weißt du? Komplett Höflichkeit, das ist geil, aber es hat so... Das, was du an Höflichkeit gewinnst, das büßt du dann in Weirdness ein, weil du hast dann so einen Touch so oft. Okay. Oh, Digga, guck dir das an. Erzähl mir doch mal. Okay, ja, so, das hat diesen... Machen wir doch so für den Anfang der Hotbox. Fear and Loathing Touch hat das so. Aber... Ist stabil. Was dann? Bei dem Aufhören. Und dann droppst du halt mal ein Statement und dann merkst du aber erst daraufhin, Inbox, alle schreiben so, wie, du hörst auf, bla bla bla. Und dann auf einmal merkst du so, das Ego fühlt sich so gestreichelt mäßig nach dem Motto, jetzt steht nicht nur so, endlich ist er weg auf dem Grabstein, so mäßig, sondern so, dass du schon so ein bisschen mehr bewegt hast, als jetzt so ein paar Streams auf Spotify, weißt du, das will man ja nicht schmälern, also so, ne, dass es jetzt nicht nur darum geht, wie viele Leute hören meine Mucke, sondern gibt's Leute, die meine Mucke vielleicht noch ernster nehmen, als ich sie nehme, weißt du, oder irgendwie sowas, oder die denen was mitgibt. Und das ist cool. Das ist ein Segen, dieses Gefühl fühlen zu dürfen, glaube ich.